So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir sind zurück aus dem Urlaub, bei mir ist jetzt heute gerade Freitag. Wir sind gestern am Donnerstag aber schon zurückgekommen. Und gestern am Donnerstag war auch wieder Raid-Boss-Wechsel, das heißt, Sakyan und Zamazenta sind in den Raids, können beide nicht shiny sein. Die Frage kommt immer wieder auf, die können nicht shiny sein. Ich möchte trotzdem Bonbons für meinen 100% Sakyan sammeln. Außerdem sind die, glaube ich, beide relativ gut in der GBL oder zumindest irgendwo ein bisschen nützlich. Ist nicht das Schlechteste, aber man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Ich stehe in Meiningen, möchte jetzt ein Community Raid machen. Hier kommen immer zu Autos vorbei, deswegen wir warten ganz kurz. Ich möchte euch nämlich mal die Arena zeigen, wo ich jetzt bin. Pupsi macht gerade an ihrem Auto rum. Marie spielt gerade zu Hause. Ich will euch mal die Arena zeigen. Hier, das ist hier diese Graffiti-Wand. Die erstreckt sich bis davor. Und da steht Fuck you, das so viel heißt wie ich hab dich gern, ne? Und hier kann man jetzt entlang laufen und sich alles angucken, was es noch so gibt. Was das heißt, weiß ich nicht. Da steht wahrscheinlich Soul, ne? Kennt ihr Soul? Hier ist auch so ein Peace-Zeichen wie von Dosmas. Das sieht auch richtig nice aus. Hier, safe. Und oben drüber kann ich es nicht lesen. Haben wir auch dabei. Gefühlt sieht das auf der Kamera besser aus als ohne Kamera. Immer so kleine Stückchen. Da ist ein Affe, ne? Ich habe gedacht, trotzdem, auch wenn heute Freitag ist und gestern der Community Raid war und ich schon bis Sonntag Videos vorproduziert habe und am Montag Max Out Monday kommt, möchte ich diese Folge vielleicht für den Dienstag, weil am Mittwoch ist ja die Raid-Stunde mit Sakyan. Also kann man ja am Dienstag den noch begrüßen. Denn durch Zufall, ich wusste vorhin nicht, was aufgeht, jetzt habe ich gesehen, was aufgegangen ist. Es ist ein Sakyan-Raid aufgegangen, das passt wunderbar. Denn das ist jetzt ein Sakyan-Raid. Am Sonntag gibt es Sakyan-Raids für Zuschauer. Natürlich ist der Sonntag dann schon vorbei und am Mittwoch ist die Sakyan-Raid-Stunde. Also kommt vor der Raid-Stunde sogar noch der Community-Raid mit Sakyan. Ich will euch mal jetzt weiter hier lang führen, dass ihr die restlichen Graffitis auch noch seht. Und muss meinen Rucksack wieder suchen. Der ist nämlich jetzt da vorne irgendwo. Den habe ich genau da abgestellt, wo man das Arena-Bild sieht. So, das ist Pupsi. Hallo. Bist du schon fertig? Ja. Die Arena ist der Pirat, den zeigen wir euch gleich. Hier ist doch so ein hässlicher, das ist glaube ich eine Katze. Soll ich das sagen, ein Hund in einem Eiscreme-Becher mit Zimtröllchen. Ich will ja auch Zeit schinden, weil es hat noch genau einen Platz gefehlt. Einer war noch frei, den man adden konnte. Vielleicht hat er sich jetzt mittlerweile schon eingetragen, wenn nicht. Nehme ich 9 Leute mit, wenn alle angenommen haben. Wer das alles ist, zeigen wir euch auch gleich. Hier, das ist die Arena, beziehungsweise das Arena-Graffiti. Jetzt laufen wir mal schnell hier rüber, stellen das mal alles hier irgendwo ab, irgendwie, ich habe keine Ahnung. Es ist 28, ich habe noch 2 Minuten, da ist Sakyan. Schau mal, ob wir den letzten Platz, den 10. Platz noch belegen können und dann machen wir diesen Raid. Was machst du da? Okay. So, so schön es eben noch ausgesehen hat, so doof sieht es jetzt aus, weil hinter mir ist wieder mal freier Himmel, das heißt, der Ramses ist komplett schwarz. Ich will euch ganz kurz mal zeigen, wen wir jetzt eigentlich einladen müssen. Wenn wir in den Community-Tab gehen, auf meinen Kanal, da habe ich den Kanal voll, 10.30 Uhr Überraschungsraid, durch Zufall ist es genau ein Sakyan geworden. Wer hat sich alles eingetragen? Pius, Kuli Uhuwe, Jenaya, Madiba, Kaiser Kai sind die ersten 5 und die nächsten 5 Wicketa, Brezel Queen, ganz besondere Grüße dahin. Ich glaube, das erste Mal, dass sie in einem Community Raid dabei ist. Klotzi Dachi, nochmal besondere Ehrengrüße an Klotzi, Net Ghost und Hikaru. Mit Juli leider zu spät. Ich muss jetzt auch hier rein. Ich muss jetzt hier drauf. Jetzt ist der weggerannt. GPS trifft. Habt ihr das gesehen? Zeig trotzdem noch normal an. Ich muss jetzt. Gibt es hier Pokémon-Spiele, Pupsi, in Meiningen? Stimmt. Ja, also muss ich lieber privat rein. Nee, das kommt Wir probieren es mal öffentlich, ob wir es schaffen, hier öffentlich reinzugehen. So, der ist hier, der ist jetzt auch hier. Ich habe hier wieder mein Brett, mein Superbrett. So, der passt, der passt, der passt, der passt auch, der geht auch rein. Was hier los ist, wie auf der Autobahn.
Die ganze Zeit. Brezel, Queen, Klotzi, Dari, Hikaru, Wicketer, Net, Ghost, Kuli, Jenna, Kaiser, Kain, Madiba, Pius. Auch alle dabei. Alle 10 Leute sind eingeladen. Kann ich auch jemanden einladen oder macht's das kaputt? Das macht's kaputt. Wenn nämlich einer von deinen reinkommt, kann einer von meinen nicht rein. Weil nur 10 Leute, 10 Fanraider in eine Lobby passen. Jetzt müssen wir wieder hier Standard-Sachen auspacken für die Leute, die es nicht wissen. In eine Raid-Lobby passen maximal 20 Personen, wobei unter diesen 20 Personen nur maximal 10 Fan-Raider über Fan-Raid-Pässe mitmachen können. Ob ihr über eine Arena zugreift, die ihr in der Nähe seht und da einen Fan-Raid-Pass reinwerft oder ihr eingeladen werdet und deswegen den Fan-Raid-Pass nutzt, das ist egal. Auf jeden Fall können nur 10 Fan-Pässe benutzt werden, 10 Fan-Raider rein, aber insgesamt 20. Weil ich ja immer 10 einlade, darf natürlich auch kein Fremder, der die Arena sieht, darauf zugreifen, sonst kommt einer von mir nämlich nicht rein. Wir sind insgesamt 14. Das müsste genau passen. 10 Eingeladene, 3 hier und ein Pupsi da. Ich habe mir gar nicht die Konda angeguckt. Jetzt will ich noch mal kurz zurückgucken. Vielleicht schaffe ich das noch. Wenn ich nämlich auf den Community-Tab gehe, habe ich extra hier gepostet, die Konda für Sakyan und wir sehen Metagross ganz oben. 21,88 ist der 100% Wert, merkt euch den. Und wenn ihr mal was nachgucken wollt, meistens zum Raid-Boss-Wechsel, poste ich auch eine Konda-Übersicht, wo man sieht, was ist das für ein Typ, welche Typen sind effektiv gegen den, welche WP hat der auf Level 20 und Level 25 mit und ohne Wetterboost. Warum ist jetzt Mega Bibo da vorne drin? Wegen Gift? Wahrscheinlich, das ist Fee, Gift. Aber Mega Bibo ist halt klein und süß und deswegen ist er halt nicht mega. Hätte man Mega Bibo machen, Mega Bibo für die Sakyan Rage Stunde, das wär's doch. Obwohl sich da wahrscheinlich Mega Gengar besser anbieten würde. Mensch, der arme Mann, der läuft jetzt von da hinten von seinem LKW bis ganz davor. Der holt sich einen Kaffee, da hätte ich beim Tee gut geparkt. Ja, ne? Ja, aber da kann er nicht mit dem LKW bis da vorne halten. Ist doch eh alles Mauer. Was soll denn da jetzt? Darf er nicht. Ach, weil das die einzige Einbuchtung ist, die größer ist, damit die Busse noch vorbeikommen. Ach so, stimmt. Ja, jetzt sehe ich auch, dass da ein riesen Loch in der Straße ist, wo die LKWs immer verdingsen. Verschwinden können. Ach so, ich muss ja hier drüben drücken. So, Sakyan ist gleich weg. Also, ihr könnt die 100er Werte nachlesen, 21,88. Ihr könnt gucken, bei welchem Wetter ist das geboostet, welche Konda könnt ihr nutzen. Kann es shiny sein, kann es nicht shiny sein? Was ist sonst noch interessant an dem Klumpen? Davon wird es am Sonntag Raids für Zuschauer geben. Aber dieses Video kommt ja erst dann am Dienstag danach wahrscheinlich. Und am Mittwoch hat das also eine Raid-Stunde. Davon habe ich das 100er. Davon möchte ich nur noch ein paar XL sammeln. Heißt, vermehrt versuche ich mit meinem täglichen Raid-Pass eigentlich nur Zamasenda-Raids zu machen, damit da auch noch das 100er kommt. So, Jenna, Ausdauer. Achso, jetzt kommen die ganzen Sachen. Jenna, Ausdauerspezialist. Netghost, geballte Ladung, Pius, kampfstark, Hikaru, reißender, Kuli, UHW, letzter Angriff. Wir sind beide nicht am Start. Hier kann ich mal kurz gucken bei den Kleinen. Wie viel WP hat deins, Pupsi? 27,4. Hat also Wetterboost. Das hier hat 26,94. Ist also weniger. Das hat WP Fragezeichen, das hat gar nichts. Gucken wir mal, was der Ramses hat. So, der Ramses hat, ihr seht ja, ihr steht hier unten auf der Kamera, hier zack, sieht man jetzt nicht, weil das wieder dieser komische AR Plus Modus ist. Ach Junge, 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 wie komme ich hier raus? Hat er sich jetzt hier hingesetzt irgendwo? Da springt der Hund rum, oh mein Gott, jetzt ist er wieder fort. Ich will das nicht, ich will flüchten. Ich will den AR Plus Modus ausschalten, meine ich nur. 26,80, das heißt, du hast das Beste bis jetzt. Ja, aber der wird ja leider nicht angezeigt. Auf diesem komischen AR Plus Modus Screen wird er nicht angezeigt. So, wir gucken mal. Der Hund sitzt ja ruhig in der Mitte. Der kann nicht fliegen. Der hüpft ab und zu nur mal hoch. Ansonsten geht er nicht nach links und rechts. Er hüpft halt besonders oft und viel.
Ich glaube, wir sollten den Kreis einfach einstellen. Jetzt ist der Kreis eingestellt. Und jetzt sollten wir warten auf einen Angriff. Wenn er angreift, in den Angriff werfen, dann ist das eine sichere Sache. Jetzt, ihr hört es am Geräusch, dass er angreift. Kreis ist eingestellt, Kreis nicht mehr verstellen. Lasst euch nicht von den Bockwurstketten irritieren, die der da um den Hals trägt. Das sieht wirklich aus wie kleine Würstchen. Jetzt hat er wieder gerufen, das heißt, wir curven und werfen in den Angriff zum Schluss rein, dass der auch ja nicht abwehren kann. Eins, zwei, nix. So, ansonsten, was ist noch auffällig? Sakyan sieht halt cool aus. Der hat so eine schwarze Gangstermaske auf. Sieht aus wie ein Einbrecher. Gleichzeitig sieht es aus wie ein hungriger Einbrecher, weil er halt diese Bockwürstchen um den Hals hat. Und im Endeffekt sieht es aus wie ein unglücklicher, ungeschickter, hungriger Einbrecher. Denn ihm fehlt schon ein halbes Ohr, wenn euch das mal aufgefallen ist. Der hat ein ganzes Ohr links und ein halbes Ohr rechts. Beziehungsweise, wenn er andersrum steht, eigentlich ist es ja das linke Ohr, was fehlt. Ich weiß nicht, ob wenn man den dreht, man sieht, dass das eingeknickt ist und nach hinten hängt. Oder ob da einfach die Hälfte fehlt. Für mich sieht es hier so aus, als würde das einfach fehlen. Ich habe es ja noch nicht gefangen. Wenn ich es gefangen habe, kann ich gerne mal nachgucken. Jetzt ist der drin. Wir können euch jetzt auch mal das 100er gleich zeigen. 8 XL-Bonbons. Ach so, ich habe damals schon mein 100er hier ein bisschen gepusht, deswegen. Du hast 13, 13, 15, also über 27 ist auf jeden Fall gut. Das hier ist mein 100er, damals Röhmhild Thüringen. Das muss gepusht werden auf 50 und da fehlt auch nicht mehr so viel. Ich kann aber leider nicht sagen, wie viel insgesamt braucht ihr. 296, ich brauche 15 jetzt für das nächste Level ab. Also die Raid Mania am Mittwoch wird da ordentlich Bonbons bringen. Da werde ich auch jedes versuchen zu fangen. Theoretisch müsste jetzt hier sogar noch ein Levelaufstieg mit Brezel Queen reinkommen. Ich habe gestern nämlich gesehen, wir sind eins vor Superfreunde. Ich habe extra ihr Geschenk nicht aufgemacht. Habe gedacht, ja gut, wenn sie eins hat vielleicht, kann sie das bestimmen, wann wir den Levelaufstieg machen. Jetzt gehe ich nochmal rein, jetzt gucke ich extra mal nach. Oder ist sie einfach wieder rausgegangen? Nö, wir sind interagiert. Hier steht jetzt auch 2. Hier sind es 22 Tage. Vielleicht war das auch nicht der Account, vielleicht war das auch der, ich glaube, das war der Samyang Bulldog Account, deswegen. Gut, dann habe ich jetzt umsonst gewartet, dass hier ein Levelaufstieg angezeigt wird. Da ist nämlich keiner. Grüße trotzdem an Brezel Queen, an Klotzi. Fand ich cool, dass Klotzi mitgemacht hat. Und ansonsten habt ihr ein gutes bekommen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie gut war eures aus dem Community Raid. Generell habt ihr Bock auf Sakyan? Was mögt ihr lieber, Sakyan oder Samasenda? Ich muss also dann die nächsten Tage mal gucken, ob ich noch einen Samasenda Raid finde. Und den poste als Community Raid, damit wir beide auch trotzdem mal als Community Raid gemacht haben. Ansonsten danke Pupsi fürs Mitmachen, dass du mich noch gesucht hast an der Piratenmauer. Da hätte ich sonst Angst gehabt. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.